mal ein bisschen so. Hey, Mr. Nazi, komm auf meine Party, stell dir meine Freunde vor. Das hier sind Rusbe und Kati, Thorsten und der Fati, wir haben denselben Humor. Und wir sagen, hey, Mr. Nazi, komm auf meine Party, ich zeig dir meine Kultur. Das hier sind Sushi und Technik, Mangas und Origami, ich kenn das seit meiner Geburt. Die Japaner sind Gentlemen? Nee, eigentlich gar nicht. Du bist Gentleman? Ich bin Gentleman, ja. Und wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt von einem Café ins andere, aber ich dachte, das ist ganz interessant. Das ist ein Laden, der hat jetzt seit einem Jahr vielleicht jetzt auch. Okay. Toikyo heißt er. Das ist einerseits Kunstgalerie, einerseits... Bedeutet das irgendwas, Toikyo? Das ist eine Kombination aus Toy wie Spielzeug und Kyo und alles wie Tokyo, Toikyo, weißt du, ein Beispiel. Einerseits Kunstgalerie, andererseits verkaufen die diese Sammler-Spielzeuge, so diese modernen, von Künstlern auch designt. Ich kaufe da immer ein für wenn ich irgendwie, wenn mir nichts einfällt, für Geschenke, so weißt du. Und leckeren Kaffee gibt's auch. Ja, wenn jemand nicht aus Düsseldorf kommt, dann kann man die ganz gut damit beeindrucken. So, ja, ich bin Großstädter und so, guck mal, das schicke Kaffee. Ne? Das ist schon ganz schick. Ne? Da führst du dann immer deine Frauen aus? Wie bitte? Da führst du dann immer deine Frauen aus? Nein. Pink für mich, schwarz für dich. Okay, richtig Klischee. Hier inspiriere ich mich dann immer. Ja? Sag ich jetzt einfach mal. Meistens passiert es unter der Dusche oder auf dem Klo. Ich sag, es passiert hier. Wie war das so bei dir? Interessierst du dich so politisch nur wirklich, weil du selbst irgendwie damals so angegriffen wurdest? Oder wie kam es? Oder kam es durch die Schule? Oder? Ich glaube, das war schon die Initialzündung. Dass man selber erfährt, wie es ist, diskriminiert zu werden oder ungerecht behandelt zu werden. Aber dann dieser Gedanke, der dann gepflanzt wird, der wächst ja in alle möglichen Richtungen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich nur für Rassismus als Thema spezialisiere. Ich mache jetzt auch jeden Freitag für Yahoo die News, rappe ich einmal so. Okay. Den Wochenrückblick, also muss ich mich quasi sowieso da tagesaktuell auch halten. Was meinst du, warum so Politikverdrossenheit bei den Jugendlichen herrscht? Das ist ganz einfach zu beantworten, weil die Jugend nichts bewirken kann. Ganz einfaches Beispiel, jetzt mal, gehen wir mal weg von dieser großen Politik, ganz kleine Politik. So. In der Schule oder? In der Schule. Wenn du per Abstimmung darüber entscheiden kannst, in welcher Farbe die Wand in der Schule gestrichen wird, dann überlegst du dir dreimal, ob du die vielleicht beschmierst, weil du hast ja selber darüber entschieden, in welcher Farbe die gestaltet wird. Dass sie blau sein soll. Genau, dass sie, sag ich mal, blau sein will oder dass dein Spongebob draufkommt oder was. Ne? Und so interessierst du die Leute auch dafür, weil die können was bewirken. Wenn du denen aber nicht mal zuhörst, weil die ja nicht zur Wählerschaft gehören, über deinen Kopf entscheidest, wenn du zum Beispiel diese PISA-Studie allein schon nimmst, diese ganzen Gesetze, die verabschieden wollen, beziehungsweise Schulformen und dies und das, da sitzen irgendwelche alten Greise und entscheiden darüber so, über die Schule. Aber wen betrifft die Schule denn? Die Schüler. Keiner fragt die Schüler. Hey Bruder, warum bist du denn so aggressiv? Häng doch auch mal ab mit paar netten Mathe-Freaks. Anti-Gewalt-Song, das ist mein Anti-Gewalt-Song. Hey Bruder, warum musst du immer zuhauen? Weg mit dem Totschläger, nimm lieber den Blumenstrauß. Anti-Gewalt-Song, das ist mein Anti-Gewalt-Song. Es gibt jetzt ja viele Portale, wie zum Beispiel auch Du hast die Macht, wo sich Jugendliche ja schon engagieren können. Wie kommt man dann da drauf? Also, oder denken, haben die Jugendlichen es schon längst aufgegeben, denkst du? Ich sag mal so, es gibt ja diese bekannte Frage so, was würdest du tun, wenn du Kanzlerin wärst? Was, ne? Und so wollen viele Politiker auch irgendwie die politische Ungebildetheit, sag ich mal, und diese Unwissenheit entlarven. Weißt du, nach dem Motto so, ja, du beschwerst dich ja immer über die Politik, was würdest du denn da machen? Ich sag immer so, ich würde den Leuten besser zuhören. Weil es wird einfach so viel diskutiert und in den
ganzen Talkshows wird immer diskutiert. Es wird so viel diskutiert. Und immer nur die Extreme, weißt du? Dann setzt du halt einen Sarrazin zusammen mit einem Pierre Vogel und wen repräsentiert das bitte in Deutschland? Ich finde einfach nicht, dass den Leuten zugehört wird. Ne? Die dürften einmal wählen im Jahr. Jetzt generell allen Leuten, nicht nur den Jugendlichen. Ja, ja. Die haben keine Entscheidungsmacht, deswegen da hat man auch nicht das Gefühl, dass man, wenn man jetzt diese Partei wählt, dass da jetzt irgendwie was anders wird. Ich bin jetzt auch nicht jedes Mal für den Volksentscheid, das meine ich nicht. Ne? Aber dass man schon, auch medial alleine schon oder einfach auch immer mal wieder den Leuten zuhört, dass nicht ein Politiker zur Schule kommt, ja, was bringt das so? Er ist langweilig, er kommt in die Schule und labert. Er labert schon wieder. Aber wir wissen ja, was der erzählt. Dann braucht man nur ins Parteibuch zu schauen. Ja? Was soll er machen? Er soll zuhören. Er soll den Leuten zuhören. Wenn er dahin geht, nur um zuzuhören, was die Jugendlichen ihm zu sagen haben, dann würde er vielleicht auch anfangen zu verstehen, die Probleme der Jugendlichen. Da brauchst du nicht in die Jugendzentren zu gehen und dir das mal demonstrativ anzuschauen. Du musst einfach nur mal zwei Abende dich da hinsetzen und einfach nur zuhören, was sie zu erzählen haben. Klasse, er war der eine dicke Junge mit der Stupsnase. Ach, die Erinnerungen kommen hoch wie eine Luftblase. Die süße Tina ist auf mich abgefahren, bis Raphael kam und mich in den Schwitzkasten nahm. Und dann vor Tinas Augen meine Unterhose hochzog. Meine Schulzeit danach war ziemlich trostlos. Wie war das bei dir selbst? Wie war so deine Schullaufbahn? Wurde Politik für dich interessant gemacht in der Schule? Das Fach Politik? Das Fach Politik, da lernst du ja nur, wie ein Bundesminister gewählt wird oder was weiß ich, was das alles ist. Das weiß ich alles nicht, weil ich nicht wählen kann. Warum sollte ich das wissen wollen? Hab ich alles wieder vergessen. Okay. Weil ich keinen Einfluss darauf habe. Hätte ich einen Einfluss darauf, würde ich mich viel mehr dafür interessieren. Aber ich habe einen japanischen Pass, dadurch kann ich nicht wählen. Ich glaube nicht, dass es die Aufgabe jetzt, sage ich mal, unbedingt der Schule sein muss, die für Politik zu interessieren. Okay, ne? Wessen Aufgabe ist es dann? Ja, der Politiker. Und zwar in der Form, wie ich es eben gesagt habe. Indem sie zuhören und den Jugendlichen das Gefühl geben, dass sie mitentscheiden dürfen. Wenn jemand sich verantwortungslos benimmt, ist es immer eine Folge daraus, dass er keine Verantwortung hat, ihm keine Verantwortung übertragen will. Wenn du für nichts eine Verantwortung übernehmen wirst, weil dir keine Verantwortung gegeben wird, verhältst du dich so, als wäre dir alles scheißegal. Dir wird eh nichts zugetraut. Also machst du alles kaputt. Meinst du, die Jugendlichen sollten vertreten sein im Bundestag zum Beispiel? Auf jeden Fall, zumindest zum Teil, sollten die zumindest die Themen, die was angeht, Schulpolitik, ja, Bildung, Jugendzentren, dies und das, da sollte man vielleicht mal verdammt nochmal einen Jugendlichen fragen. Der weiß, glaube ich, schon besser, was er haben will und was er nicht haben will. In was für einer Umgebung er besser lernen kann. Und nicht irgendein Psychologe oder irgendein 70-jähriger Politiker. Wie können wir das den Politikern sagen, dass sie zuhören sollen? Wie willst du die Message nach draußen geben? Zum Beispiel, die sind ja auch immer offen für so Veranstaltungen. Ich war ja letztens mit dir da, bei dieser Veranstaltung, zugehört. Du hast mich ja interviewt. Kennen die das? Ja, die kennen das. Klar kennen wir das, ich will ja euch jetzt nicht dissen oder so, aber ich hätte einen Verbesserungsvorschlag. Nächstes Mal ladet ihr die vielleicht ein. Die setzen sich gerne ins Publikum und wir diskutieren und die können zuhören. Weißt du, das wäre für mich zugehört, weißt du? So kann man die dazu zwingen, mit medialer Aufmerksamkeit so vielleicht mal umzudenken. Ob die das dann... Ob sie dann erscheinen und kommen, wenn sie mich sagen würden, erstens oder ob die, werden wir dann sehen. Ob die auch vor allem das auch übernehmen, ja, das ist eine andere Sache, aber man kann es ja nur probieren, ja. Guter Vorschlag auf jeden Fall, danke. Bitte. Würde ich sagen, trinken wir noch auf und ziehen dann von dannen, oder? Auf jeden Fall. Danke, Bruno. Danke euch. Hey Bruder, warum bist du denn so aggressiv? Häng doch auch mal ab mit paar netten Mathe-Freaks. Anti-Gewalt-Song, das ist mein Anti-Gewalt-Song. Hey Bruder, warum musst du immer zuhauen?
weg mit dem Totschläger, nimm lieber den Blumenstrauß. Anti-Gewalt-Song, das ist mein Anti-Gewalt-Song. Siehst du, Raphael, das hast du echt davon. Komm, Raphael, wein nicht, du bist schwein, Raphael. Komm, steh auf, komm, ich muss dein Arschloch ab. Guck, ach, wieder, komm, komm.